Mein Name ist Matthias Kollatz. Ich bin der SPD-Kandidat im Wahlkreis Südende in Steglitz-Zehlendorf. Sein Wahlkreis mit einer gewissen Tradition und er liegt nahe an dem ehemaligen Stadtzentrum von Steglitz. Und deswegen gehört er auch zu den Wahlkreisen, die, obwohl sie nicht im Zentrum von Berlin liegen, sowas wie einen innerstädtischen Charakter aufweisen. Ich habe jetzt über eine längere Zeit an dem Thema gearbeitet, dass auch sowas wie Milieuschutzgebiete in Steglitz-Zehlendorf möglich sein müssen, wo es eigentlich CDU und Grüne nicht wollen. Mein Lieblingsort im Wahlkreis ist mein Bürgerbüro. Ich habe ein ganz tolles Bürgerbüro in der Schützenstraße. Ich habe angefangen, Politik zu machen, als ich angefangen habe zu studieren. Und das war noch eine etwas andere Zeit. Wohnungsbau, preiswerter Wohnungsbau. Und dann aber auch nicht nur Wohnungen bauen, sondern das Bauen von Infrastrukturen. Da haben wir noch viel vor. Wenn ich Zeit habe, fahre ich auch mal ein bisschen Motorrad. Ich glaube, dass die SPD die Partei ist, die auf die Zukunft eine gute Antwort hat und die Partei ist, die in ihrer Geschichte ihren Namen nicht ändern musste.